Jakob Pawlowski, 26 Jahre alt, er pfeift für den SC Starke 1919. Er war auch schon beim Hinspiel beim 3:0-Erfolg, dem Eröffnungsspiel dieser Regionalliga-Saison. Der Unparteiische verteilte 7-mal gelb und 1-mal rot gegen Jenas Marcel Beer. Man kennt sich und so viel sei vorweggenommen, es gibt auch heute viel, viel Emotionales beim Duell. Jena gegen Auerbach, beim Duell Uluç gegen Himisch. Zweite Spielminute, es wird direkt gefightet. Krause gegen Lambach und Schiedsrichter Pawlowski muss sofort energisch einschreiten. Es ist die 10. gelbe Karte für Krause. Das ist wahrlich einer, der durchaus gerne zupackt. Jena schon früh unzufrieden mit dem Schiedsrichter, aber wer mit gestreckter Sohle so voraus in den Mann geht, klar spielt er den Ball. Gelbe Karte, vertretbar. 4. Minute, was für eine Anfangsphase. Erste Gelbe, erstes Tor. Aber es macht ein Gelber. Es macht nicht René Klingbeil. Es ist Kevin Hampf mit einem wunderbaren Eigentor. Den köpft er in die eigenen Maschen. Bittere Kiste für die Gäste aus dem Vogtland. Jena in einer turbulenten Anfangsphase, die deutlich bessere Mannschaft. Auerbach wird überrumpelt. Jovanovic mit dem öffnenden Ball. Krause mit viel, viel Platz und mit guter Übersicht. In der Mitte Starke! Spielminute 9. Der Mann aus Namibia verpasst das 2:0. Aber Jena legt hier los wie die Feuerwehr. Auerbach wird gehörig unter Druck gesetzt. Nächste Balleroberung, nächster Konter. 3-gegen-2-Situation. Starke, Eckhardt hinterläuft. Rechts wäre Bär. Eckhardt wieder zurück auf Starke. Das muss es doch sein. Das ist es nicht. Die Chancenverwertung, das große Problem beim FC Carl Zeiss in dieser Saison, weiß auch Volker Uluç. Es könnte längst 2-3-0 stehen. So bleibt's ein knappes 1:0. Auerbach braucht lange, um mal gefährlich vors gegnerische Tor zu kommen. In der Regel macht es Jena. Dann dieser Zweikampf, Vojvoda gegen Schlosser. Schlosser mit dem Zuspiel für Schuch, der vorbei an Klingbeil geht zu Boden. Und Schiedsrichter Pawlowski hat zu überlegen. Uluç sagt, da war doch vorher ein Foul an Vojvoda. Klären wir gleich auf. Vorher gibt's die rote Karte, Notbremse, sagt der Unparteiische aus Berlin. Klingbeil muss vom Feld, wir lösen von hinten auf. Das ist kein Foulspiel an Vojvoda, der stolpert einfach und Schlosser holt sich energisch den Ball und dann ist das für mich eine Notbremse. Schuch hätte freie Bahn zentral aufs Tor, Klingbeil ist mehr oder weniger letzter Mann. Diese rote Karte ist für mich keine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, der eine wirklich schwierige Partie zu leiten hat. Volker Uluç bekommt nach diesem Platzverweis eine ernste Ermahnung und es bleibt weiter knifflig. Es bleibt weiter hitzig. Achten Sie rechts am Bildrand auf Lambach und Bär. Schiedsrichterassistent Schmickertz muss mit eingreifen. Zahlreiche Rudelbildungen bei diesem Spiel. Wir schauen mal auf den Schiedsrichter. Der lässt Vorteil laufen und muss dann doch eingreifen. Der 26-Jährige in seinem 32. Spiel in der Regionalliga Nordost. Das Duell Bär gegen Lambach. Ich finde, Bär macht ein bisschen zu viel aus dieser Situation. Aber Schiedsrichter Pawlowski beruhigt das Ganze, zückt die gelbe Karte für Auerbachs Lambach. Eine von insgesamt 6 gelben Karten am heutigen Nachmittag im Paradies. Das Publikum aufgebracht. Halbzeitpause, Schwerstarbeit für den jungen Schiedsrichter. Bei allen Entscheidungen lag er für meinen Geschmack aber durchaus richtig. Zweiter Abschnitt, es geht schon wieder los. Denn Herr Pawlowski muss sofort einschreiten. 47. Freistoß Jena. Aber erstmal zweiter Platzverweis Jena. Eismann muss vom Feld. Und auch wir können auflösen, warum. Schiedsrichter Pawlowski hat es sofort gesehen. Und achten Sie mal auf seine Lippen. Direkt vor meinen Augen. Sagt der Unparteiische. Aber was war denn direkt vor seinen Augen? Ja, der Eismann, der verteilt Backpfeifen im Duell mit Leeds. Schauen Sie mal auf den Kreis und zack, diesen Ellenbogenschlag von Eismann. Was für eine dumme Aktion vom Innenverteidiger.
auch wenn er es mit einem süffisanten Lächeln nimmt und von Verarsche spricht. Nee, damit hast du dich eigentlich nur selbst verarscht, Sören Eismann. Die Bilder belegen eine ganz klare Tätigkeit. Auerbach, zwei Mann mehr, aber ohne so wirklich Zug zum Tor. Dieser Schuss von Philipp Kötsch, das gefährlichste von den Vogtländern. Die bleiben einfach auswärts deutlich schwächer als zu Hause. Dann wird gewechselt und wieder ist der Schiedsrichter im Mittelpunkt. Ulutsch und Schmickertz, der Unparteiische an der Linie, geraten einander. Noch ein Wort und ich schmeiß sie runter. Und Ulutsch sagt anscheinend noch was. Und Schmickertz holt den Schiedsrichter ran. Sebastian Schmickertz war übrigens der Schiedsrichter bei einer Partie, als Volkan Ulutsch zum bislang ersten Mal auf die Tribüne musste. Heute das Déjà-vu und Herr Pawlowski erklärt es auch nochmal. Ich habe sie in der ersten Halbzeit ermahnt. Jetzt müssen sie auf die Tribüne. Nach 65 Minuten muss Jenas Chefcoach raus. Boah, was für ein emotionales, was für ein hitziges Spiel. Hier ist alles drin. Jena 1-0 in Führung. Jena zwei Mann weniger. Jena ohne den Trainer. Aber Jena mit richtig viel Herzblut. 81. Spielminute. 8 Feldspieler beschäftigen 10 Auerbacher. Marcel Beer mit der Gelegenheit zum 2-0 Ebersbach. Die knallen alles rein und es ist explosiv im Paradies. Unterstützt vom Publikum schleppt sich Jena mit letzter Kraft dem Ende entgegen. Aber es sind noch ein paar Minuten. Nochmal Auerbach. Und der Ball landet bei Marcel. Schlosser, 83. Spielminute. Ausgerechnet Schlosser. 64 Mal Jena, deshalb auch verhaltener Jubel. Der Ausgleich in Minute 83, ein satter Schuss. Pieles im Tor, auf dem falschen Fuß erwischt. Und Schlosser ist der Mann mit dem Hammer für Jena, denn aus Stadt einer guten Feier wird plötzlich ein ganz mieser Kater. 52 Sekunden nach dem 1:1, das 2:1 für Auerbach. Fabian Paradies sorgt für Schockstarre im selbigen. Klasse Direktabnahme. Beim FC Carl Zeiss wird die Moral komplett aus dem Körper gesaugt. Es kommt sogar noch bitterer. Die 90. Spielminute. Schlosser für Schuch. Piel ist gut. Der eingewechselte Ratifo. 3:1 Auerbach. Was für eine Schlussphase. Jena konnte hinten raus einfach nicht mehr. Auerbach mit 3 Toren innerhalb von nur 7 Minuten. Das Fass war am Überlaufen in Jena. Michael Himisch feiert den 2. Auswärtssieg, gewinnt mit 3:1 beim FC Carl Zeiss. Volkan Ulutsch bedient Alex Küpper mit den Interviews. Na, ich will es mal sagen, er war nicht unser Freund. Und das zum wiederholten Male. Und da müssen sich die Verantwortlichen auch mal angucken, wen sie hierher lassen. Denn es ist normalerweise hier kein aggressives Stadion. Aber wir haben natürlich in den letzten Wochen hier das eine oder andere erlebt. Und da kann ich die Leute auch verstehen. Letzten Endes muss ich sagen, hat meine Mannschaft genauso gefeitet wie die Jenenser Mannschaft. Und letzten Endes die Tore gemacht zum Sieg. Und ich glaube nicht, dass wir uns für irgendwas entschuldigen müssen. Jakob Pawlowski leitet die Partie bis auf ein, zwei Kleinigkeiten für meine Begriffe sehr, sehr ordentlich. Aber natürlich ist ja weiterhin Thema auch bei der Pressekonferenz. Wenn man zum Schluss und nachher mit 8 Feldspielern, das soll euren Sieg nicht schmälern, aber gegen 14 Mann spielt, dann hätten wir uns schon anders vorbereitet in der Woche im Training. Das war so nicht gedacht. Es ist einfach schlecht. Wir wurden von der ersten Minute bis zur letzten total benachteiligt. Und das funktioniert nicht. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich werde mich und meine Mannschaft und mein Verein dagegen auch immer bis zum letzten Blutstropfen wehren, das sage ich ganz ehrlich, weil das war Verarschung heute. Ja, das können wir auch klar auf ganz gut Deutsch so sagen. Es ist heute der 3. Advent und jeder hat noch was anderes vor. Aber eins will ich allen hier ganz klar und deutlich sagen. Wir werden uns versuchen, mit allen Mitteln dagegen zu wehren. Wir werden genau hingucken, was wir in Zukunft für Schiedsrichter haben. Und wir werden versuchen, auch beim NOV vorstellig zu werden, denn das
gehört einfach mal dazu, dass sich auch ein Verein wehrt. Dankeschön. Mein lieber Scholli, es brodelt im Paradies. Und damit zurück zu dir, Steffi.